Tut auch nicht gratuliere. Ein beeindruckender Sieg heute. Österreichische Luft, tut er gut, schaut's aus. Ja, danke Kali, freut mich. Glaub ich habe mich da ganz gut geschlagen. Für einen zweitklassigen Rallfahrer gar nicht schlecht, oder? Ich fühle mich gut momentan, ich ist definitiv in Aufschwung. Mit meinem großen Ziel Weltmeisterschaften im März in Andorra. Deswegen, die Form wäre jetzt schon wirklich gut und glaub, heute habe ich ganz kurz Ausrufezeichen gesetzt. Freut mich natürlich, wenn ich Österreicher war, war ich jetzt österreichischer Meister. So bin ich halt jetzt kein österreichischer Meister. Ich darf ja nicht einmal einreisen. Gerade nicht dann über die Grenze drüber gekommen. Ich habe schon gesagt, Hut ab an Gruberbäder, dass er das in den schwierigen Zeiten auf die Füße gestellt hat. Es ist momentan echt nicht selbstverständlich, dass man neben dem Weltcup noch Rennen läuft. Ich glaube, ganz, ganz wichtig für die österreichische Nationalmannschaft, aber auch für uns Deutsche, dass wir einfach neben dem Weltcup noch Rennen haben. Einfach Leistungsvergleiche, gerade jetzt im Hinblick auf den nächsten Weltcup in Matelda nächste Woche. Und Weltmeisterschaften, da haben uns die großen Nationen mit Sicherheit was voraus, weil einfach intern Rennen gelaufen werden. Deswegen war das halt ganz, ganz wichtig. Qualitativ extrem hochwertiges Rennen. Freut mich, dass ich einen guten Tag gehabt habe. Und jetzt geht es da nächste Woche weiter, Matelda. Schauen wir, was möglich ist. Und ja, Step by Step Richtung WM. Super, und heute mal gescheit feiern. Gratuliere nochmal. Danke, Kali. Servus.